Alola! Alola. Jo, wir sind wieder da mit Pokémon. Und einem Fun Fact über ein Winkelmaß. Genau, erzähl. Also ich habe heute das Duell um die Welt, so eine Serie von Joko und Klaas nachgeholt. Und da pokern die quasi um Wissen. Jeder gibt einen Tipp ab und dann müssen die setzen und so weiter, kriegen Hinweise, können dann aussteigen oder mehr bieten und so, bla bla bla. Jedenfalls eine Frage war, nach Regeln der Landesmedienanstalt, in welchem Winkel darf ein männliches Glied maximal zu den Knien stehen, bevor es als pornografischer Inhalt gilt? Und es sind 45 Grad. Also ihr werdet, naja, werdet ihr jeweils damit Berührung haben. Jedenfalls, Moment, Moment, gilt das auch für YouTube-Videos? ja, Landesmedienanstalt steht überall drüber, was in Deutschland Medien produziert. Okay. Also wenn du auf YouTube dein, obwohl die YouTube-Richtlinien verbieten ja sowieso Penen jedweder Art. Ah, Mist. Gibt's aber nicht in manchen Videos welche? Aber nicht echte. Ach so. Na, Mist, ich habe auch gerade keinen Gummipenis in der Hose. Den dürftest du dann aber auch nicht über 45 Grad. Ja. Es ist tatsächlich, du dürftest ihn dir nicht an den Schritt halten, in einem Winkel von über 45 Grad. Oh, so, jetzt großartiges Bild. Das letzte nochmal. Genau, ich habe übrigens ein bisschen offscreen was gemacht. Ich habe unter anderem. Oh, das sieht ja nett aus. Aber das sieht besser aus und das sieht auch cool aus. Das spielen wir schon. Na. Aber. Das ist das, putzt sich das bei dem ersten? Ah, oder beim letzten Das grüßt das so schön. letzte auf jeden Ja, Fall. auf jeden Ich Fall. meine, es ist kein Trendsniveau, aber. Oh, du schmeichelst mir. Ich finde das schön, dass du aufpasst, wenn wir reden. Ja, ne? Es hat mich gerade echt gefreut, dass du zuhörst. Und da so Witze drüber machen kannst. Das ist cool. Weißt du, die Musik, die gerade hier in dem Spiel spielt, die du leider gerade nicht hören kannst, die passt auch gerade zu diesem Gespräch, dass sich das so freut. Ne? Sehr romantisch, die Beim Spiel Stimmung ist gerade. sowieso schön. Der Soundtrack ist ja jetzt schon geleakt. Ich meine, der Soundtrack wurde veröffentlicht, ist ja jetzt kurz nach dem 23. Die Routen und Städte haben alle eine Tag- und Nachtversion. Sehr Na klar. abwechslungsreich. Na, 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 wenn du das Wort schon in den Mund nimmst, dann darfst du nicht über 45 Grad. Ich guck geradeaus, ist in Ordnung. Obwohl, nein, das sind 90 Grad, scheiße. Oh. Okay, das Foto wurde geteilt. Hier, Pokémon Instagram. Instamon. Es gibt schon Kommentare. Was? Wirkt etwas unbeholfen aufgeregt. Unspektakulär. Oh. Ist echt was drauf zum Verlieben. Echt unspektakulär. Also. Solche Fotos kann ich auch Und das ist ja schießen. gemein. Und trotzdem hier aktuelle Bewertung. Neuer Rekord. Das Foto ist super. Tada. Jawohl. Keine Ahnung, manche von denen sind wahrscheinlich einfach nur Trolle. Hier, ich muss auf 100.000 kommen, um die nächste Stufe freizuschalten. Was soll ich das denn machen? Ach, es gibt ja noch mehr Spots in der Ja, Region. eben, später. Mit auch cooleren Pokémon. Ja. Na? Na, sowas wie Raupi. Und die Haare hast du auch wieder zurück, gell? Ja, ne? Es ist wieder wie vorher, bloß die Klamotten Hey, halt. aber ich habe was herausgefunden. Wir haben uns Na? ja diese weiße Hose gekauft und später können wir weiße Klamotten selber färben. In allen Farben des Oh, nice, Regenbogens. nice. Übrigens, ich habe noch was gemacht. Ach ja. Ja, ich habe jemanden in unserem Team Türkan, ausgetauscht. jawohl. Türkan. Türkan, der Türke, der Tuk, der Tukan. Türkan aus dem Dschungel. Oh, Oh sehr nein, schön. das ist ja. Nein, also das war jetzt nicht gegen Türken gerichtet, das war Tarzan, meinte ich. Wie Nicht, dass war die das Anspielung gestern? mich. Nicht, dass die. Was? Ach, übrigens, genau, es gibt noch ein Thema, was ich unbedingt ansprechen Ja, muss. bitte. Ja, und zwar. Vor 2 Wochen, wenn man mal das Upload-Datum dieses. Du meinst das heutige Datum? Das, ja, was? Was nochmal? Also heute quasi. Heute vor 2 Wochen oder was Nein, meinst du? heute. 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 Ja. Also heute vor 2 Wochen ist was passiert, denn heute ist Genau. heute. Und Denn nicht heute. heute ist Upload-Datum. Heute ist. Genau, weil heute ist nicht vor 2 Wochen, sondern heute. Genau.
Und vor 2 Wochen ist was passiert. Genau, und zwar das, worüber wir in der letzten Aufnahme noch gesprochen haben, der damalige zukünftige Präsident, nein, also Der aktuelle Präsident. der aktuelle Präsident ist tatsächlich Donald Trump geworden. Wer hätte es Ja. gedacht? Da habe ich auch einen sehr schönen Facebook-Post heute Morgen zugesehen. Hm. Wie ging das nochmal? Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada. Das ist gut. Da habe ich mich auch ein bisschen weggelacht. Du bist Ja, am Ende. ach, nicht Bill Mockridge. Luke Mockridge hat das dann auch geteilt, dann fand ich es nicht mehr so cool, aber. Ah, okay, ja. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Heilball. Man könnte jetzt eine Geste machen und sagen, Heilball. Dann müsste man den aber in einem Winkel von über 45 Grad werfen. Ich glaube, das ist verboten. Ach, das gilt Außer für man. Arme. Ah, das gilt für Arme dann auch schon, ne? Dass es kein Lehrmaterial mehr ist. Genau. Nee, dann, Regierte Arme sind damit es verboten. kein Lehrmaterial ist, also damit es Lehrmaterial ist, müsste denn diese Aufnahme älter als wie viele Jahre sein? Was weiß ich, aber der 60. Typ hat ein Smartphone in der Hand. Das ist cool, das ist Ja. modern. Vielleicht können wir es irgendwann hacken. Ach nein, Ja. das ist ein anderes Spiel. Aber es gibt ein Pokémon namens Watchhog oder so. Ja, guck mal da. Wo da? Ach, guck mal da, genau, stimmt. Ja, ich dachte jetzt, du sagst das so. Oh Mann, oh Mann. Und das nächste Mal, weiß ich nicht. Denke ich, du fragst nach dem Weg, wenn du wohin genau sagst. Ja. Okay, Pokémon, Aber die bla bla das bla. Problem haben wir bei dem Spiel nicht mehr. Es gibt zwar viel zu entdecken, aber dadurch, dass immer die Fahne bei deinem nächsten Ziel ist, ist es sehr linear. Ja. Ich meine, Pokémon ist das ja fast schon, naja, obwohl. Kann man sehen, wie man will. Es ist nicht so schlimm, rauszufinden, wo man was Neues einsetzen kann, wie bei zum Beispiel Zelda oder sowas. Finde ich. Ja gut, Zelda ist komplex. Ja. Aber gut, ja, also. Es ist schon einfach. Wenn man einen Zerschneider hat, dann ist man irgendwo mal an einem Baum vorbeigekommen, bei dem man das einsetzen kann. Jawohl, Gespräche belauschen. Ich habe dem Captain Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ist das nicht eventuell die Lehrerin? Sieht nur so aus. Für Team Hm. Skull gilt das ganz besonders. Ich guck sie mir mal an, vielleicht ist es sie. Diese Typen sind echte Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen, die Pokémon anderer zu stehlen. Oh nein. Und sie Auf die backstabben. Pokémon in der Prüfungsstätte haben sie es auch abgesehen, vermutlich um sie zu verkaufen. Sie schaffen es zwar, sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht immer in die Hose. Team Oh Rocket, was? Mann. Team Skull treibt sich in der Hafengegend herum? Ich Das bin könnte. schockiert. Bzz, Ich glaube, die ist das. Die heiße Sonne, Alolas und coole Pokémon. Eine bessere Kombination gibt's gar nicht. Das ist Oder ein ist es nur NPC. eine. Ja, das Die ist haben ein. einfach nur gleiche Models. Ah, Ah, oh, was ist denn genau, was hier? gibt's in dem Haus? Ist das die Pension, weil da so ein Pool neben ist? Bonsenvilla oder so? Pension. Macho! Machamay ist wirklich eine große Hilfe. Pokémon haben eben genau wie Menschen all ihre ganz eigenen Stärken. Okay. Hast du schon das Pokémobil von Macho Mai gesehen? Nein. Es ist peinlich. Der trägt dich in den Oh, ein unteren Büffel. Armen und mit den oberen kann er, ich schätze mal, Felsen verschieben. Ah. Trief. Der junge Herr Elima wird von einigen gerne als der Prinz der Trainerschule bezeichnet. Besonders vornehm wirkt er aber nicht auf mich. Er ist so versessen aufs Kämpfen wie jeder andere Trainer, sage ich dir. Okay, und was sagt der hier? Du hast hinten den Koch vergessen. Ach, da war ein Koch. Freunde von Elima sind hier immer willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Obwohl du keine Freundin von Elima bist. Ich hasse ihn. Hey, stimmt, da ist ein Koch. Kochin. Eine Darf ich dir Kochin. Backwerk aus einer fernen Region anbieten? Ich bin Heinrich. Nein. Illumina Galette. Ach, die schon wieder. Die gibt's doch immer. Gab's doch schon in XY. Ach. Dieses Dieses. Gewächs stammt aus der Region, in der Elima sein Studium als Pokémon-Trainer absolviert hat. So. Elima hat den Titel des Captains aufgrund seines großartigen Könnens errungen. Er ist fast ein bisschen so, als würde ich ihm in mich zu meiner Glanzzeit auf der Wind.
Es ist fast ein bisschen so, als würde ich Ja. in Als ihm. ob es zum ersten Mal Weihnachten wäre. Okay. Was gibt's denn oben? Ja, Ihr was Lieben, ist das da? Zimmer ausspannen, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Ganze Pornohefte einsammeln. Zu Bildungszwecken. Ja. Darfst du aber nicht, die Seiten darfst du nicht weiter aufschlagen als in einem 45-Grad-Winkel. Alter, ist das Elimas. Jawohl. Das ist ein Buch. Aber Können ich wir die kann es nicht Tradition anklicken. fortsetzen und im fremden Bett eine Runde regenerieren? Ja, können wir. Jawohl. Der Bettbezug ist angenehm sauber und die Matratze ist weder zu hart noch zu weich. Nicht so wie in den anderen beiden Zimmern. Und der Brei schmeckt auch ganz gut. So, jetzt kann Elima zumindest mal behaupten, ein Weib im Bett gehabt zu haben. Wäre dadurch an Elima. Elima, hallo. So. Es riecht nach anderen Männern. Oh Mann. Gibt's da irgendwas am Pool? Irgendwie Zauberwasser oder sonstige Items, die normalerweise irgendwo am Anfang sind? Äther. Das Ich hat glaube, bestimmt die Äther Foundation wollte fallen gerade sagen, ich lassen. glaube, ich kenne die Firma, die das herstellt. Okay, hier hinter geht's nicht. Kann ich ins Wasser? Nein. Nein. Oh. So, Das ist gut, dann gehe ich Alola. mal. Was willst du in Alola im Wasser? Die andere Seite. Da könnte Welcher? noch ein Item sein, oder? Hier? Nein, 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 Oh. nein. Gehen Beim wir mal hier Haus. rein. Haus südwärts. Oh, hier gibt's Pokémon. Ja, in der Stadt kann man Pokémon fangen. Stimmt, das haben die ja gesagt. Nice. Und, was ist es? Mauzi! Ich brauche dieses Mauzi! Aber dann bitte nicht entwickeln. Nein! Nein, keine Sorge. Ich behalte es so, wie es ist und ich weiß, wie ich es nennen werde. Zu Ehren von Sam. Die Hä? es auch so nennen möchte. Was denn? Warte mal, das machen wir, wenn ich es gefangen Ich hab's vergessen. habe. Sie hat's mir mal, glaube ich, sehr aufgeregt erzählt. Ja. Sam Denn ist er weiß übrigens die die Regel. Person, die auch dafür gesorgt hat, dass Hulk Hogan Hulk Hogan heißt. Mehr oder weniger so. Ja, den Credit würde ich hier gerne aufteilen. Aber Ja, YOLO. okay, ihr beide. Wir waren sehr inspiriert. Bitte schaut euch den Comedy Central Roast von David Hasselhoff an. So, klasse, Mauzi wurde gefangen. Jawohl, Alola Mauzi. Yeah, wir haben endlich unser erstes Alola-Pokémon. Oh, Patrick erreicht Level 9. Patrick versucht Aquaknarre zu lernen, auf jeden Ach Fall. so, jetzt sehe ich das auch. Na, Heuler braucht keiner. Ja, gerade dieses Bild im Kopf. Obwohl, ich Mit habe mal der mit einer. Holzlatte an die Stirn Obwohl, genagelt. ich hatte mal eine Taktik mit Heuler und Egelsamen, bei der ich ein paralysiertes Pokémon tatsächlich, also mein paralysiertes Bisaknosp hat tatsächlich ein paar Kämpfe gewonnen und ich bin so aus Mondberg rausgekommen. War eine sehr krasse Erfahrung. Ja, Pokémon-Fans kennen diesen Kampf. Alola Mauzi. Hä, aber warum sind da nur zwei Formen? Müsste da eigentlich vier haben? Mele Mele Pokédex 5%. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Pokémon im Pokédex-Revier-Primär mit. Okay. Verletzt man seinen großen Stolz oder macht die Münze an seiner Stirn schmutzig, so verfällt es in eine wahnsinnige Hysterie. Sieht gar nicht so aus, ne? Schäkel, schäkel, Mauzi. So, möchtest du Mauzi einen Spitznamen geben? Oh ja, möchte Ich glaube, Alola Mauzi tragen auch immer so ein kleines Säckchen um den Hals. ich. So. Oh, ach so. Ja, Leute, die. Ja, stimmt. Ja. Leute, die meine anderen Let's Plays schon gesehen haben oder eventuell auch mal den Ace Attorney Fan-Dub, werden wissen, warum. Kleiner Tipp, ich erhebe Einspruch. Zeugin, antworten Sie bitte auf die Frage. Das ist jetzt irgendwie, Ja, als was würden wir bist uns du drüber denn für lustig. einer? Was bist du denn für ein Kätzchen? Ja. Echt jetzt direkt ins Pokécenter? Ja, okay, bevor wir auf Team Skull treffen. Ja, ach so, Weiß. tun wir das! Ja, wurde doch vorhin gesagt, du Dödel. Ja, dass da Team Skull, ja, also. Team Skull ist am Hafen. Den Hafen kennt man aus der Demo. Wenn wir zum Hafen gehen, werden wir Team Skull treffen. Ach Manno. Chalk and Raw, Chalk, Chalk and Raw. So, wo hast du gesagt, wollten wir noch hin?
Da in das, also wo wir gerade bei Elima im Haus waren, nur südwärts im Gelände, das haben wir noch nicht abgesucht. Südwärts im Gelände von Genau. Elimas Haus. Ja, Also da wie ist lang? da noch was. Okay, nein, okay.